Liebe Schwestern und Brüder, herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute ist der fünfte Sonntag im Jahreskreis und heute geht es um Licht. Und ich stehe auch vor Licht, vor einer Kerze. Und wenn Sie diese Kerze sehen, das ist ja offenes Feuer, dann stellen Sie sich vor, zur Zeit Jesu war jedes Licht offenes Feuer. Es gab keine Glühbirnen, es gab kein künstliches Licht, es gab die Sonne und es gab Lampen, in der Regel Öllampen. Offenes Feuer. Und wenn Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann können wir übersetzen, ihr sollt das Feuer in der Welt sein. Und wenn wir auf Feuer schauen, Feuer brennt, Feuer entzündet, Feuer spendet Licht und Feuer wärmt. Das Feuer ist auch etwas, was man von Gott aus sagt. Wenn ich mich dieser Kerze näher, wird es warm, aber die Wärme kann ich nicht sehen. Das ist wie der Vater im Himmel. Ich sehe aber auch das Licht als Lichtquelle. Das ist wie der Sohn, der uns entgegentritt. Jesus, das Licht der Welt, das wir sehen und hören. Und das Licht entzündet etwas. Mit dem Licht kann ich einen Baum entzünden. Das ist der Heilige Geist. Er hat entzündende Kraft. Geist, Sohn und Vater, entzündende Kraft, Licht und Wärme, ein Feuer. Drei Personen, Vater, Sohn und Geist, ein Gott. Und wenn jetzt Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, meinte damit, seid vom dreifaltigen Gott inspiriert, seid Abbild Gottes, seid Träger des Geistes, seid Zeugen Jesu Christi. Mit diesem Gedanken, ihr seid das Licht der Welt, wünsche ich Ihnen einen guten Sonntag und Gott und Ihre Familien segne Sie, Ihr Pfarrer Drülker.